Machst du mit Klasse, Philly? Was war das denn? Oh! Ein 5 Kilo Glas Nutella. Die Jungs sind gelaucht. Super. Wir sind gelaucht. Hallo Sportsfreunde, mein Name ist Johannes Lukas. Ich bin diesmal in Hannover unterwegs und besuche einen dreitägigen Workshop. Einen Tag habe ich bereits hinter mir, das seht ihr in dem letzten Vlog, mache ich hier oben einen Link. Ansonsten stehen mir noch 2 Tage bevor. Es ist ein Strength Coach Level 1 Workshop mit Patrick Meinert und Dani Ebert und ich freue mich dabei zu sein und werde euch berichten. So, jetzt bin ich hier beim Frühstücksbuffet, ich esse aber nichts und sieht richtig lecker aus. Also die Kekse wären ja mal glatt in meine gewesen hier. Und dann werden hier lecker Pancakes gemacht. Ein 5 Kilo Glas Nutella. Gott sei Dank ist das Hotel nicht weit weg vom Studio oder das Studio nah dran am Hotel, wie auch immer. Das ist das sogenannte Kenpokan in Hannover. Wir haben gestern dort schon 2-mal trainiert. Ihr müsst euch das auf jeden Fall angucken im Videolog. War mega hardcore, hat riesen Spaß gemacht. Und wir haben halt wirklich Equipment für alles. Strongman, Gewichtheben, weniger Bodybuilding, aber für alles andere haben sie genug Material da. Guten Morgen, Nadja. Ja, mir geht's super. So, liebe Zuschauer, wir sind aufgewärmt. Beginnen jetzt im sogenannten Wave-Loading. Meine Zuschauer, die regelmäßig Videos sehen, die wissen, dass wir schon mal ein Video zu gemacht haben mit Patrick Meiner zusammen. Das wird jetzt ausprobiert. Die meisten beugen hinten, ich beuge heute mal vorne. Guck mal, was so geht. Ich gehe einfach in 3er Wiederholung hoch. Guck mal, ob ich ankomme. Sag ich aber keinem. Geheim. Das Spezielle an die Geschichte heute ist, dass wir vorher immer noch mal 3 Sprünge machen. Die einen mit Gewicht, die anderen ohne. Um maximal Muskel zu programmieren, maximal Muskelrekrutierung zu bewirken. Jetzt mache ich das mal vor. Da ist die gute Pause. Und dann kommt der eigentliche Satz. Erstmal Frühstück. Mein Haferflocken, Eiklar, Trockenobstkuchen von meiner Liebsten. Nebenbei wird noch ein bisschen gearbeitet. Hier werden Facebook-Posts und Instagram-Posts und Snapchat-Posts gemacht. Es geht schon wieder weiter. Es wird Kreuzchen gemacht. Wir machen Battle raus. Gut, Battle ist immer gut. So, bin ich auf jeden Fall motiviert. Leicht den Vorteil wahrscheinlich. Auch ganz leicht. Hallo. Jeder als Partner, als Team zusammengefunden. Macht ihr einen Job vor? Das ist auch okay. Also erstmal alles einstellen, gerne mal ausprobieren. Wenn ihr soweit seid, legt einfach eigenständig los. Ihr müsst nicht zusammen anfahren. Fangt an, probiert's aus. Auf los geht's los, ne? Und los. Los. Am Körper. Ja, Kniekehle, aua! Scheiße! Also ich kann noch ganz lange. Oben halten. Ich kann noch ganz lange. Fuck! Aber ich merke es nicht, wenn du unten rein. Knie, aua, aua! Ich hoffe, ihr so. Alter! Johannes merkt dir 1,24. Matthias, weiter durchhalten. Du kannst jetzt auch aufhören. So, der 2. Tag des Seminars ist fertig. Was hast du? War super. Du bist ja auch schon lange dabei. Wie lange bist du schon Personaltrainer? 5 Jahre. In Hamburg City? Hamburg City, genau. Was hast du heute für dich mitgenommen? Cluster-Training haben wir gemacht. Deadlift-Technik haben wir ein bisschen bearbeitet. Deload-Möglichkeiten. Ja, Deload-Möglichkeiten fand ich auch super interessant. Vor allen Dingen insgesamt einfach
grundlegend verschiedene Herangehensweisen an Dinge. Mhm. Und das finde ich so mit am spannendsten. Also du fängst an umzudenken. So, während ich hier meinen Kaffee trinke und mich mental auf mein Olli-Lift-Training vorbereite, wird der Chefcoach hier schön getaped. Hast du extra rausgesucht, ne? Ja. Finde ich gut. Ich trage auch auf der Pink. Finde ich völlig in Ordnung. Ehrlich jetzt. Kann man ruhig mal machen. So, Sportfreunde, ich komme so langsam in Trainingsstimmung. Heute ist Tag 2 meines Gewichthebertrainings und der Philipp hat aufgeschrieben, heute ist Umsetzen. 50, 60, 70, 80. Ich soll also nur bis 80 Kilo umsetzen, das traue ich mir zu. Und dann auch ausstoßen bis 100 Kilo. 110! Ich soll bis 110 ausstoßen. Zweier. Das ist aber sehr optimistisch. Gucken wir uns mal an. Der Patrick postet ja ganz gerne mal und zeigt so, was er kann. Und Grundvoraussetzung für diese Übung ist definitiv die nötige Mobilität. Ja, gepaart mit ein wenig Kraft. Aber nur ein wenig, hier ist nur der Zwölfer. Du, der Umsatz hat gut geklappt. Gestern, heute auch gut, heute komplett umgesetzt. War ja auch schön, hast mir leicht aufgeschrieben, aber ausstoßen, also umsetzen finde ich mich immer sicher. Ausstoßen ist eine Katastrophe heute. Ich drücke die Hantel einfach hoch, ohne unter die Hantel zu tauchen. Und ich versuche jetzt nochmal einen 3er bis 100. Alles klar. Wo ist der Philipp? Ist der Daniel? Hallo. Hey, Philipp, grüß dich. Sport frei. Halb neun. Pack jetzt auch langsam. Ah. Ja. Oh, shit! Richtig rausschieben! Besser! Oh Gott! Fuck! Ach, ich glaube, heute ist Schluss! Was war das denn? Was war das denn? War scheiße, ich weiß, war scheiße. Aber dann hat der Umsatz geklappt. Machst du mit Klasse, Philly? So, Sportfreunde, Training erledigt. Umsatz war gut. Ausstoßen nicht so ideal, aber ich bin auch ganz schön im Arsch. 2,5 Trainingseinheiten. Viel zu wenig gegessen, von meiner Verhältnisse sehr untypisch, fühlt sich aber eigentlich besser an, man ist mobiler, man ist agiler, kann sich besser konzentrieren, frischer und aufmerksamer. Ich trinke jetzt erstmal meinen Waterway zur Schadensbegrenzung, duschen, frisch machen, weiter geht's. So Leute, auf zum Essen, wie ist euer Resümee zum Workshop? Kurz und knackig. Kurz und knackig? Kurz und knackig. Die Jungs sind gelaucht. Super. Wir sind gelaucht. Ja. Das Restaurant heißt Das Ding, da waren wir gestern schon. Wir wissen, worauf wir uns einlassen. Das Essen hier ist super und deswegen lassen wir es jetzt hier krachen. Ihr erinnert euch vielleicht, wenn ihr das vorherige Video gesehen habt, dann wisst ihr, dass wir gestern schon dieses leckere, frische Brot hatten. Du hast einfach nachbestellt. Du hast gesagt, ich nehme das Gleiche, was der Dicke hat. Ich habe einfach genau das Gleiche und noch mehr wie Johannes. Mhm. Ich muss ja noch ein bisschen wachsen. Ein bisschen stärker werden, ein bisschen wachsen. Na, bei dir haben wir noch auf jeden Fall gesehen, dass du jetzt innerhalb der 2 Tage flacher geworden bist. Also du musst gar nicht mehr ganz so breit. Dafür hat die Leistung aber gestimmt heute. Insofern kann es so schlimm nicht gewesen sein. Das wird hier meine Nachspeise, meine Hauptspeise. Chili con carne. Genau wie gestern. Das muss also richtig gut gewesen sein. Da bin ich schon sehr gespannt. So, Sportfreunde. Hier. Unser Chili. Oh, du hast dir richtig was vorgenommen. Bei dir gibt es die Vorspeise, die bei mir, also deine Nachspeise, Hauptspeise ist, war meine Vorspeise. Ich habe gestern diese Sour Cream gehabt. Und die Sour Cream, die lag mir so schwer im Magen, die war so fettig. Ich mache heute also nur Kartoffeln und die kalorienfreie Barbecue-Soße, damit ich nicht nachts wieder irgendwie mit Sodbrennen aufwache. Ja. Pass mal auf. Wer will hier Likör? Alle Sportler. Keiner Likör? Keiner will Likör. Nee. Das ist doch geil, oder? Will keiner Likör. Also ich hätte gerne noch eine Cola Light und ein Eis, bitte, ja? Aber gleich und gleich gesellt sich gern. Aber von mir aus hätte er doch ruhig einen Schnaps trinken können. Nee,
Guten Morgen, Sportsfreunde. Jetzt wollen wir erstmal sehen, wie sehr mich diese zwei Tage gestresst haben. Und wie wir sehen, hat das Ganze seine Spuren hinterlassen, ne? Stresslevel extrem hoch. Ruhepuls auch erhöht, kein gutes Zeichen. So, Sportsfreunde, die Gang ist anwesend. Alle noch ein bisschen schlaftrunken, aber alle wissensdurstig. Wir fangen jetzt schon wieder an mit Kreuzheben. Probieren das mal ein bisschen am Sumo aus. So, jetzt kommt die Kniebeuge von vorgestern. Alter Falter, Junge. Die Arsch runter. Eine Rückenübung. Warte, warte. Was liegt dir, ne? Theoretisch müssten wir jetzt noch Gewicht nehmen, oder? Eigentlich müssten wir mal was hochziehen. Was ist deine Bestleistung im Kreuzheben bei Wettkampf? 190 und Sumo Deadlift so 140 bis 150. So viel Schwäche im Sumo, ja? Ich habe sie wenig trainiert. Na okay. Also ich habe sie nur als Assistenzübung gesehen. Zu faul den Scheiben zu stecken, weißt du, aber schönes Rätsel. Hättest du das nicht machen können? Oh Mann! Psst! Okay, und 1, 2, 3, 4 und ab. Psst! 1, 2, 3, 4 und ab. So, ich bin leicht angespitzt, hab auch nicht mit voll durchgezogen, bin platt einfach. Ich schon. Ja, du bist doch ein krasser Typ, ey. Auf jeden Fall. Ich esse jetzt erstmal was, kurze Mittagspause. Was haben wir denn hier? 428 Kalorien, 45 Gramm Protein, 30 Kohlenhydrate, 3 Fett. Ratatouille-Gemüse mit Hühnchen, Zucchini, Tomate, Paprika. Kann man essen. Auf jeden Fall, das Fleisch ist genial. Ohne Spaß. Das ist nicht so wässrig und voll Antibiotika. Das ist von umliegenden Bauernhöfen in NRW. Praktische Prüfung und ein Fragebogen. Das heißt, ihr habt jetzt so maximal 15. Jetzt wird's spannend. Also 15 Minuten für euch zum Durchatmen, zum Sammeln. Danach machen wir auch den. Jetzt wird abgerechnet, Leute. So, wir haben die praktische Prüfung geschafft. Alles hat uns gebracht. Mal die Theorie. Und hier werden Überstunden gemacht. Das dauert nämlich alles viel, viel länger als eigentlich geplant. Die Testarbeiten werden gleich kontrolliert. So, Sportsfreunde, ich bin endlich auf dem Heimweg. Ich freue mich riesig auf mein Sofa. Brauche allerdings noch 3 Stunden, bis ich zu Hause bin. Ich habe viel gelernt, viel mitgenommen, viele interessante Menschen getroffen. Und kann mich jetzt sogar offiziell Strength Coach Level 1 nennen. Ja, was soll ich sagen? Einer der wichtigsten Workshops für mich bisher, wo ich am meisten mitnehmen konnte. So, Sportsfreunde, ich bin endlich zu Hause angekommen. Ich freue mich schon riesig, meine Familie zu empfangen. Und ich bin mir sicher, Emma wird ausrasten, wenn sie mich sieht. Und hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß beim Zuschauen, seid gut unterhalten worden, habt vielleicht die eine oder andere Kleinigkeit mitgenommen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich bin raus. Tschüss.